Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu unserer Playlist der parapsychologischen Geräte. Und wie immer möchten wir euch heute ein weiteres Gerät vorstellen, was bei unseren Untersuchungen zur Anwendung kommt, damit ihr besser versteht, wie das funktioniert, was wir damit messen und wie wir damit hoffen, eventuell irgendwelche Aktivitäten zu dokumentieren. Das ist der sogenannte Shadow Master. Ich komme damit mal ein bisschen näher ins Bild, damit ich das besser beschreiben kann, sonst seht ihr wieder kaum was. Dazu brauche ich natürlich Licht. Der Shadow Master ist ein sehr kleines Gerät, aber sehr interessant. Das Messprinzip basiert auf Licht. Was bedeutet das? Also hier wieder immer eine Kontrolllampe, einen Ausschalter und einen Widerstand, der regelt, wie stark die Lichtintensität sein darf, die einfällt, ohne dass was reagiert. Das funktioniert so. Hier oben ist ein Messfühler und da ist eine Sonde drin, die die Lux-Stärke des Lichtmists, also wie hell es ist sozusagen. Und mit dem Regler können wir als Widerstand einstellen, wann es reagieren soll und wann nicht. Das bedeutet, das Gerät reagiert nur dann, wenn der Lichteinfall, der auf den Sensor trifft, verändert wird. Klappt also auch nicht bei vollkommener Dunkelheit, man braucht schon ein klein wenig Licht. Lässt aber interessante Aufbauten zu, denn wir können in einen langen Gang eine Taschenlampe oder irgendeine andere Lichtquelle legen, wenn es dunkel ist, den Shadow Master am anderen Ende. Und sobald irgendwas die Lichtintensität blockiert, weil es durchläuft, hören wir eine Reaktion. Hinten aufgestellt der Tripod. Den nehmen wir jetzt als Referenz. Ich werde den jetzt kurz quasi live eichen, indem ich das Gerät in diese Richtung hier stelle. Die Lampe nehme ich von der Kamera gleich runter. Das da oben ist unsere einzige Lichtquelle, die wir verwenden. Und wir werden schauen, wie er reagiert, wenn die unterbrochen wird. Ich werde den Sensor allerdings horizontal in die Richtung stellen. Und dann wird man sehen mit der Hand, wie es funktioniert. Und dann werde ich es nochmal kurz nachstellen. So, ich muss kurz eichen. Nehmen dafür die Lampe hier weg. Zack. So, ich habe ihn eingeschaltet. Richtung Stück ungefähr. Und jetzt drehe ich den Widerstand so lange, bis er kurz reagiert und ich weiß, dass da ungefähr die Quelle des Lux ist, bevor das Gerät ausschlägt. So, ist ungefähr bei 30%. So, ist ganz knapp. Wenn man noch einen kleinen Toleranzbereich geben will, um sicher zu sein, dass es nicht gleich irgendwie aus jedem Grund reagiert, gibt man quasi dann natürlich noch ein paar Millimeter oder noch ein bisschen weniger Spielraum. So, wie ich euch erklärt habe, das misst den Lichteinfall, beziehungsweise misst, ob der Lichteinfall weniger wird, wenn man so möchte. Das heißt, hier aus der Lichtquelle, alles was hinter der Lichtquelle passiert, ist vollkommen egal. Würde da jetzt zum Beispiel Voltatune stehen, würde ich Geräusch machen, weil ich hier vorbeilatsche. Das Ding reagiert aber nicht. Das seht ihr, ich kann hier rumhandeln, wie ich möchte. Reagiert nicht. Die Lichtquelle ist hier. Solange die Lichtquelle nicht unterbrochen wird, ist alles gut. So, ich werde jetzt meine Hand so legen, dass der Schatten auf den Sensor fällt. Vielleicht sieht man es sogar hinten an der Wand, dass man den Schatten ein bisschen, muss natürlich ein bisschen weiter weggehen, weil er sonst zu groß ist. So, ihr seht, sobald der Schatten den Sensor berührt, reagiert es. Das erlaubt interessante Aufbauten, wie gesagt. Und hat einen riesen Vorteil, das Ding hat technisch gesehen eine unendliche Reichweite. Wir machen jetzt so Folgendes. Ich habe ja hier noch die Lampe. Ich stelle jetzt so weit, es geht hinten auf. Die Entfernung ist, jetzt muss ich noch kurz schätzen, 7 Meter. Etwa 7 Meter. So, ich brauche einen kleinen Moment, ich baue die mal kurz auf. So, ich mache jetzt zum Eichen das Licht aus. Das heißt, die einzige Quelle, die wir haben, ist die Taschenlampe da hinten. Und dann testen wir mal, damit ihr auch seht, dass die Reichweite quasi unendlich groß ist. In dem Licht, wie gut das funktioniert. Wir haben jetzt noch das Licht der Taschenlampe. Ihr seht, der Pot selbst wirft einen Schatten. Ich bin quasi im Bild jetzt nicht gut zu erkennen, weil sie halt ganz hinten im Raum liegt, aber die Kamera steht halt in der Mitte ungefähr. So, jetzt werden wir natürlich jetzt die Hand wieder davor machen. Seht, sobald der Schatten sie berührt, piept das. Gut, das ist jetzt nicht viel anders, als wir gerade mit der Lampe hatten. Allerdings, jetzt stellen wir uns vor, das ist ein langer Gang. Simulieren wir jetzt ja gerade. Ich gehe jetzt, das werdet ihr sehen, weil ich nicht im Bild bin, ganz hinten dran vorbei und ihr werdet merken, ich unterbreche natürlich den Strahl, das seht ihr auch. Aber das Ding ist natürlich dafür gedacht, in dem Moment, wo wir es nicht sehen, weil wir nicht da sind. Also, das sind. Aber ihr werdet gleich hören, dass es dann reagiert. Ja,
Machen wir mal wieder das normale Licht an, damit ich ein bisschen besser Verhältnisse habe. Wie gesagt, das lässt interessante Aufbauten zu mit sehr großer Reichweite zum Überprüfen. Ist eine sehr spannende Sache, gefällt mir sehr. Und ab und an werdet ihr halt das Gerät natürlich auch bei unseren Untersuchungen sehen. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Das Gerät haben wir jetzt vorgestellt. Ich hoffe, es war für euch interessant, spannend, vielleicht sogar ein bisschen spaßig. Und wir würden uns natürlich immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, einen netten Kommentar oder ein Abo. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne unterstützen. Dazu wie immer oben und unten entsprechend die Links dazu. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß bei unseren anderen Videos. Wenn ihr euch ein paar Gerätevideos anschaut, werdet ihr ein bisschen was dazu lernen. Die Theorievideos, die natürlich zum Tiefkenntnis der Theorie, aber am spannendsten höchstwahrscheinlich die praktischen Untersuchungen. Und wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und eine Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.